Es kann schon mal sein, dass du dich mit anderen Menschen vergleichst. Dann stellst du zum Beispiel fest, dass die andere eine bessere Figur hat oder hübscher ist. Das kann und darf ruhig mal sein. Wenn aber dein Partner dich geradezu dazu drängt, dich ständig in Frage zu stellen und dich dazu bringt, dich zu fragen, was hat die andere, was ich nicht habe, und du mehr und mehr verunsichert wirst und du schlussendlich wie auf Eierschalen läufst, dann haben wir es mit Triangulation zu tun. Was genau Triangulation gerade in toxischen Beziehungen ist, beleuchten wir in dem heutigen Video. Wir gehen der Frage nach, was genau passiert da? Wie können wir erkennen, dass wir gerade manipuliert werden, dass gerade trianguliert wird? Und wie können wir uns zur Wehr setzen? Nach dem Intro geht's los. Triangulation ist eine Taktik, die von Narzissten gerne eingesetzt wird, um ihre Partner zu kontrollieren und zu manipulieren. Dabei wird eine dritte Person oder Sache in die Beziehung mit eingeführt, um Spannungen zwischen den Partnern zu schaffen oder zu verstärken. In der Regel handelt es sich bei der dritten Person um eine Ex-Partnerin oder einen Ex-Partner, eine gemeinsame Freundin oder einen Freund, manchmal ein Haustier, manchmal ein Familienmitglied oder ein Kollege. Der manipulative Partner nutzt diese Person, um seinen aktuellen Partner eifersüchtig zu machen oder sie, / ihn, dazu zu bringen, sich unsicher und unwohl zu fühlen. Das ist ja das, was ich immer sage. Durch ständige Manipulation, und es gibt ja noch viel mehr Manipulationsmethoden als nur Triangulation, wird dem Opfer dieser Techniken so nach und nach der Boden der eigenen Realität entzogen. Das Fundament, auf dem das Opfer steht, wird nach und nach aufgeweicht und das Opfer hat irgendwann das Gefühl, wie im Treibsand den Halt zu verlieren. Aber Triangulation ist nicht einfach nur das Einbringen einer anderen Person in die aktuelle Beziehung. Triangulation kann auch durch das Einbringen von Dingen wie Geld, Arbeit oder Hobbys erfolgen. Der manipulative Partner kann beispielsweise seinen Job als wichtiger darstellen als die Beziehung und so seinen Partner vernachlässigen. Er kann dir zeigen, schau her, ich habe mehr Geld als du und schau her, was für ein tolles Hobby ich habe. Ergebnis: Der so manipulierte Partner fühlt sich kleiner, als er eigentlich ist. Durch dieses "meine Ex konnte das aber besser", durch dieses "meine Arbeit ist wichtiger als du, meine Arbeit ist wichtiger als deine Arbeit", wird der andere ständig entwertet und bekommt so das Gefühl, sich so richtig anstrengen zu müssen, damit er den anderen ja nicht verliert. Und damit reiht sich die Technik der Triangulation nahtlos in alle anderen Manipulationstechniken mit ein, die alle nur eins zum Ziel haben. Dir wird vermittelt, ich groß, du nix. Es ist dieser Mix aller Manipulationsmethoden inklusive der Methode der Triangulation, der dazu führt, dass sich der betroffene Partner isoliert und alleine und wertlos fühlt und das Vertrauen in die Beziehung, das Vertrauen in sich selbst verliert und zum Schluss das Gefühl hat, auf Eierschalen zu laufen. Und da das Ganze ja Methode hat und durchaus vom toxischen Partner so gewollt ist, sprechen wir von emotionalem Missbrauch. Woran erkennt man nun Triangulation? Es gibt verschiedene Arten von Triangulation, die direkte und indirekte Triangulation. Direkte Triangulation bedeutet, dass dein Partner direkt mit anderen Personen vor deinen Augen interagiert, wie beispielsweise mit deinem Ex, um dich eifersüchtig und unsicher zu machen. Ihr alle kennt es. Euer Partner hat selbstverständlich noch Kontakt zu seiner Ex. Was du dich schon wieder aufregst, das ist doch eine ganz normale platonische Beziehung, wo man sich doch selbstverständlich einmal zum Kaffeetrinken treffen kann. Dass aber diese angeblich platonische Freundschaft eine sehr intensiv geführte Freundschaft ist, weil ständig das Handy piepst oder Klingeltöne von sich gibt, das gibt er dann schon zu denken.
Und nun schafft es dein toxischer Partner dir, wie immer, einzureden, dass mit dir etwas nicht stimmt, weil du wieder einmal zu unentspannt oder zu spießig oder sonst irgendwas bist. Ergebnis, du knickst ein und versuchst dir, wie immer, die Sache schön zu reden. Aber du bekommst dann irgendwann die Rechnung dafür präsentiert, weil, wie ich es in meinen Videos immer wieder beschreibe, irgendwann reagiert der Körper und auch die Psyche auf emotional Missbrauch und Symptome werden sich mit 100%iger Sicherheit einstellen. Oder aber es wird dir erzählt, ich weiß, das willst du jetzt nicht hören, aber der XY, zu dem wir heute bei der Gartenparty eingeladen sind, du, der war mal so verliebt in mich. Oder auch schon gehört, ich möchte ja schon auch für deinen Sohn da sein. Also der Sohn war schon erwachsen. Aber ich habe jetzt Bedenken, dass er sich in mich verliebt. Oder es kann sein, dass er in deiner Gegenwart mit deiner besten Freundin flirtet. Das alles ist Triangulation. Triangulation gibt es aber auch am Arbeitsplatz, wenn der Kollege / die Kollegin bevorzugt wird. Triangulation gibt es in der Familie, wenn das eine Kind ganz offensichtlich dem anderen vorgezogen wird. In jedem Fall ist es ein perfides Spiel. Zunächst vielleicht demjenigen schmeicheln, der bevorzugt wird, aber bei genauerem Hinschauen weiß natürlich dieser Mensch auch, wie dünn das Eis ist, auf dem er sich gerade bewegt. Heute noch der Günstling des Königs, morgen, wenn ich mich nicht genügend anstrenge, kann es ein anderer sein. Bei einer solchen Triangulation werden Menschen gegeneinander ausgespielt und der eine oder die andere da draußen vor dem Bildschirm kennen solche miesen Zustände, wie sie sowohl in der Familie als auch im Arbeitsbetrieb vorkommen können. Das waren jetzt Beispiele für direkte Triangulation. Kommen wir zur indirekten Triangulation. Indirekte Triangulation bedeutet, dass dein Partner Andeutungen macht oder Behauptungen aufstellt. Das ist dann zum Beispiel der berühmte Satz, also das hat meine Ex irgendwie besser hingekriegt oder meine Ex, die war im Bett eine richtige Granate. Und jemand, der keine Ahnung von Narzissmus hat, denkt sich in diesem Moment vielleicht, okay, ich muss mich mehr anstrengen. Triangulation kann aber auch bedeuten, dass dir ungefragt intime Details aus früheren Beziehungen geschildert werden, wo dir dein Bauchgefühl schon signalisiert, hä, was soll denn das jetzt bitte, warum erzählt er mir diese Details? Und dein Kopf sagt dir dann in diesem Moment, naja, es ist halt ein Freigeist, der mir alles offen aus seinem Leben erzählt, damit ich ihn besser verstehe. Und ja, dass er mir das alles erzählt, beweist ja auch, dass er keine Geheimnisse vor mir haben will. Naja, die Wahrheit sieht leider anders aus. Für die direkte als auch die indirekte Triangulation gilt, in Wirklichkeit werden dir diese Dinge lediglich erzählt, damit du zu spüren bekommst, was er doch für ein toller Hecht ist, der ja schon so tolle Sachen erlebt hat oder vielleicht noch erleben wird. Streng dich nur genug an, weil die Botschaft ist genau diese. Streng dich nur genug an. Genau das soll dir immer und immer wieder vermittelt werden. Streng dich nur genug an, weil ich bin ja so ein begehrter Mensch, den man besser nicht verlieren sollte. Schaut man aber hinter die Kulissen, stellen wir nur eins fest. Wie armselig ist ein solcher Mensch drauf, der es nötig hat, so zu agieren? Früher in der Schule oder im Kindergarten nannten wir solche Leute Angeber. Und wir hatten meist sehr schnell durchschaut, dass hinter all dieser Prahlerei sich nichts, aber auch nichts weiter als heiße Luft verbarg und dass diese Angeber in Wirklichkeit arme Würstchen waren, die es schlichtweg nötig hatten, sich aufzuplustern, damit sie sich wenigstens für einen kleinen Moment einmal anerkannt und gewertschätzt fühlen konnten. Aber diese Angeber von früher sind nun erwachsen geworden und haben ihre Methoden verfeinert und sind bei weitem nicht mehr so leicht zu durchschauen wie früher. Und mit ihrer Trickkiste der Manipulationsmöglichkeiten kriegen sie immer wieder ihre Opfer an den Haken. Wenn du das Gefühl hast, dass du Opfer von Triangulation bist, ist es wichtig, Hilfe von Freunden, Familie oder einem professionellen Berater zu suchen. Es ist wichtig, dass du die Anzeichen erkennst und sie als mögliche rote Flaggen ansiehst.
Kommuniziere deine Grenzen. Wenn du merkst, dass dein Partner dich trianguliert, solltest du ihm klar machen, dass du das nicht akzeptierst und dass du deine Grenzen hast. Sei bereit, deine Bedürfnisse auszudrücken und zu erklären, warum es dir wichtig ist, dass sie respektiert werden. Vermeide, das Spiel mitzuspielen. Ziel des Narzissten ist es, dass du sein Spiel mitspielst und du anfängst, dich zu vergleichen. Mach dir klar, du bist gut so, wie du bist. Und wenn dein Partner anfängt, dich dahin bringen zu wollen, dass du anfängst, dich zu vergleichen, dass du anfängst, dich zu hinterfragen und eine Methode hinter dem Ganzen zu erkennen ist, dann bist du aller Wahrscheinlichkeit nach in einer toxischen Beziehung. Triangulation wird dadurch ausgelöst, dass du dich ständig mit anderen vergleichst und anfängst, dich minderwertig zu fühlen. Versuche, diese Vergleiche zu vermeiden und konzentriere dich auf deine eigenen Stärken und Bedürfnisse. Vertrau deinem Bauchgefühl. Wenn du das Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt, vertrau deinem Bauchgefühl. Es ist wichtig, auf deine Intuition zu hören und deine Gefühle anzusprechen, wenn du das Gefühl hast, dass etwas nicht richtig läuft. Insgesamt gilt, Triangulation sollte niemals toleriert werden. Es geht um Respekt gegenüber dem Partner oder der Partnerin sowie um ein faires Miteinander. Wenn dies nicht gegeben ist oder sich jemand manipulativ verhält, sei mutig genug zu handeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Triangulation ein ernstes Problem in toxischen Beziehungen darstellt und dass es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein. Wenn du das Gefühl hast, dass du in einer solchen Beziehung bist, solltest du dir unbedingt Hilfe holen, sei es bei Verwandten, bei Freunden oder bei einem professionellen Therapeuten oder Coach. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.